meine Damen und Herren und lieber Joachim Stabatti. Für den diesjährigen Hayek-Medaillenträger Joachim Stabatti eine Laudatio vorzutragen, ist erstens eine Ehre, zweitens eine starke Herausforderung und drittens eine sehr angenehme Pflicht. Die Ehre liegt darin, dass es sich bei Joachim Stabatti um einen Wissenschaftler handelt, der eine hohe Reputation in der Scientific Community, vor allem in der Liberalen, sein eigen nennt. Die starke Herausforderung besteht in der adäquaten Würdigung des breiten Oeuvres und des höchst engagierten politischen Ökonomen. Und ja, die angenehme Pflicht für mich baut auf einer langjährigen freundschaftlichen Verbundenheit mit dem Jubilar im akademischen, im grundsätzlichen des politökonomischen Denkens, in gemeinsamem Streit für ein Europa des Friedens und des Wohlstands, aber gegen eine institutionell falsch konzipierte EU, die heute in der Gefahr steht, meine Damen und Herren, ich nenne es mal so, auf Abwegen des eigenen Zerfalls zu wandern. Professor Stabatti wurde am 9. Mai 1940 in Düsseldorf geboren. Sein akademischer Werdegang begann nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre und der politischen Wissenschaft in Freiburg und Köln, mit seiner 1967 bei Alfred Müller-Armack am Institut für Wirtschaftspolitik in Köln verfassten Dissertation über regionale Strukturpolitik in der sozialen Marktwirtschaft. Müller-Armack, der Stabatti zunächst wohl, das ist meine Interpretation, am stärksten geprägt hat, und in der konzeptionellen Gestaltung an der Seite Ludwig Erhards den Begriff der sozialen Marktwirtschaft sozusagen aus der Taufe hob. Es gibt mir die Idee, dass Joachim Stabatti heute als konzeptionell mitgestaltender akademischer Sohn der sozialen Marktwirtschaft firmieren kann. Das ist schon was. Soll ich lauter sprechen? Das ist schon was, bedenkt man doch, dass wir jetzt in diesen Tagen der 70. Wiederkehr der für Deutschland so überaus erfolgreichen Währungs- und Wirtschaftsreform von 1948 gedenken. Nach einer Zeit als Referent für allgemeine Wirtschaftspolitik und internationale Währungspolitik habilitierte sich Stabatti 1975 in Köln mit einer Arbeit über Konjunkturpolitik unter dem Einfluss der politischen Willensbildung. Hier wird schon deutlich, was sich später pointiert entwickelt. Joachim Stabatti ist ein dezidierter Vertreter der politischen Ökonomik. Er ist keiner, der in einer, ich will das mal nennen, relevanzdefizitären Welt der logisch eleganten Modellökonomik zu Hause ist, sondern der politisch mitgestalten will. Rigor or relevance? Das ist die Frage im angelsächsischen Raum. Also das heißt, Rigor heißt, ich bastle an Modellen, die die Wert erklären sollen und sehe zu, dass alles logisch konsistent sich löst. Elegant ist für die internationalen Journals wichtig, wenn man Karriere machen will. Relevance ist sozusagen die Frage, wie relevant ist das, was ich tue, für zum Beispiel die Wirtschaftspolitik. Wir haben das im Institut für Weltwirtschaft, das Sie kennen,
Herr Balcerowicz, Sie kennen das ja, sehr oft mit Herbert Giersch diskutiert. Und Herbert Giersch war ganz eindeutig derjenige, sagt, Relevance ist für ihn, steht im Vordergrund und nicht die logisch elegante Lösung eines Modells, was keiner liest. Ich habe in meiner Zeit als Vizepräsident der Universität, der Helmut-Schmidt-Universität, vielfach mit Helmut Schmidt zu tun gehabt. Helmut Schmidt war ja, wie wir alle wissen, Finanzminister und Bundeskanzler. Und er war also sozusagen, und er war Volkswirt. So nannte er sich zumindest. Und ja, der hat mir erzählt, ja, mich interessiert eigentlich gar nicht, was Professoren so schreiben. Interessiert mich nicht, ich habe es nie gelesen. Ich habe nie ein einziges Gutachten der wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsinstitute gelesen. Ich habe nie vom Sachverständigenrat ein Gutachten gelesen. Ich lese diese Sachen nicht. Und insofern hat sich Joachim Stabatty entschieden, relevante Dinge zu machen und nicht sozusagen Modelle zu produzieren, die elegant sind, die richtig sind, formal elegant, aber nichts bewegen. Rigor or Relevance hat sich sehr stark Relevance bei Stabatty stattgefunden. Dieser grundsätzlichen Frage muss sich natürlich jeder akademische Ökonom stellen. Joachim Stabatty, ohne Zweifel, so will ich sagen, für beides kompetent, hat sich primär für Letzteres entschieden. So ist er nicht nur Hochschullehrer, und das, sagen wir mal in der lutherischen Terminologie, mit Leidenschaft, Herz und Seele, sondern auch Politikberater und Publizist. Vom angelsächsischen klassischen Liberalismus stark beeinflusst, ist er auch Hayekianer, wenn man Letzteren zu Wort kommen lässt. Ein guter Ökonom, so sagt Hayek, ist nicht nur Ökonom, sondern ein Ökonom, der auch von anderen Wissenschaftsdisziplinen etwas versteht. Von der Politikwissenschaft, der Jurisprudenz, wenn es sein muss, der Soziologe, der Psychologe und der Historie. Joachim Stabatty ist in diesen Hayek'schen Kategorien nicht nur ein guter, sondern ein sehr guter Ökonom. Fragen Sie doch mal die Schüler Stabattys. Sie prahlen oft genug mit der Reputation ihres akademischen Lehrers und Ziehvaters, der sie wissenschaftlich geprägt und ihnen aus diesem Grunde viele Türen zu beruflichen Chancen geöffnet hat. Der Name Stabatty hat nicht nur einen Wohlklang in der liberalen, speziell der ordoliberalen Scientific Community, sondern auch weit darüber hinaus in der interessierten Öffentlichkeit. Soweit ich vernommen habe, verzichtet unsere Bundeskanzlerin inzwischen gänzlich, im Gegensatz zu früher, auf Stabattys Rat. Letzteren findet sie alles andere als hilfreich. Ich gestehe, dass mich das verwundert, aber in keinster Weise überrascht. 1976, meine Damen und Herren, berief ihn die Ruhr-Universität Bochum, 1983 dann die Universität Tübingen zum Professor für Wirtschaftspolitik. Auch nach seiner Emeritierung 2006 blieb er dieser Universität treu, durch regelmäßige Veranstaltungen, zum Beispiel im Studium Generale. Ich weiß davon, lieber Joachim, er hatte immer ein volles Haus. Joachim Stabatty hat das Talent, seine Vorlesungen und Statements, ich habe das gerade wieder in Straßburg im Parlament gesehen, seine Vorlesungen und Statements nicht einfach vorzutragen, sondern sie mit gekonnter Pädagogik, modulierender Rhetorik geradezu zu zelebrieren.
Und er hat immer eine Message. Denn es gilt ja, wie ich dies aus den USA kenne, you must have a message. If you don't have a message, don't lecture, don't publish, just be still. Still zu sein, nichts zu sagen, nichts zu veröffentlichen, hätte nichts mit dem Namen Stabatti zu tun. Ganz im Gegenteil, im Ikonis der Deutschen Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften in Kiel, du hast ja schon genannt, finden sich am 21. Mai 2018, als ich anfing, diese Laudatio zu konzipieren, habe ich mal geguckt, Stabatti eingegeben in dem Ikonis. Da wurden tatsächlich unter Stabattis Namen 488 Veröffentlichungshinweise gegeben. Das bedeutet ja nicht, dass du alles selbst geschrieben hast, sondern dass es auch aus Büchern kommt, aus Editionen und alles andere. Stabatti 488. Das ist schon beachtlich. Und es werden gewiss bald mehr als 500 werden. Ein außerordentlich beachtliches Œuvre. 1990 bis 92 war Joachim Stabatti Gründungsdekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Er nahm zahlreiche ausländische Gastprofessuren in den USA und in Japan wahr. Seit 1980 engagierte er sich als Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender in der Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft. Sie hat, wie ich gelesen habe, gestern eine hohe Auszeichnung von der Aktion Soziale Marktwirtschaft bekommen, nämlich die Plakette, die Rüstow-Plakette bekommen. Immerhin, es gibt also durchaus jemanden oder einige Leute, die unsere Kanzlerin noch sehr mit der sozialen Marktwirtschaft verbinden. Während und nach all diesen Funktionen erreichten ihn viele Ehrungen und Auszeichnungen, unter anderem 1995 die Verleihung der Ehrendoktorwürde der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Viadrina. 2003 die Auszeichnung mit der Alexander-Rüstow-Plakette der Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft. Insofern bist du jetzt in bester, sozusagen, ja, was ich eben sagte. Und die Auszeichnung 2013 mit der Walter-Eucken-Medaille für Ordnungspolitik des Walter-Eucken-Instituts in Freiburg. Das sind alles sehr gute Auszeichnungen. Selbst den meisten nicht in der Wissenschaft verhafteten Zeitgenossen der allgemeinen Öffentlichkeit ist der Name Stabatti geläufig. Insbesondere als Kläger vor dem Bundesverfassungsgericht in Sachen Europäische Union. Da gibt es einige Klagen, Law versus Political Economics, nenne ich das mal, das Spiel, Law against Political Economics, heißt diese Veranstaltung beim Bundesverfassungsgericht. Ich nenne sie so, eigentlich ein uralter Konflikt, den man zum Beispiel durch internationale Studiengänge Law and Economics, wie diese, die Universität Hamburg und das dortige Europakolleg, aus dem ich auch komme, schon seit Jahren anbieten, um künftige Juristen, auch im Bundesverfassungsgericht, aber auch Gesetze fabrizierende Parlamentarier und sonstige Entscheidungsträger zu lehren für die ökonomischen Folgen ihrer späteren Urteile, Beschlüsse und Entscheidungen sensibel zu sein und grundsätzlich auch für sie zu haften. Stabattis Klagen richteten sich gegen die Einführung des Euro. Wir haben schon frühzeitig zusammen gestritten. Gegen die Rettung, und hier Rolf Hasse war dabei, wir drei haben, glaube ich, sehr gestritten in vielen Seminaren. Gegen die Rettungspolitik, vor allem in Bezug auf Griechenland und einige Mittelmeerländer, sowie gegen den ESM, gegen den Fiskalpakt, für die Gemeinschaftspolitik generell, der Zentralisierung und deren Haftungsproblematik. Joachim Stabatti ist der unüberhörbare, mitgestaltende Kämpfer der ersten Zeit und der ersten Reihe, der keineswegs Europa als Idee
und als Vision, wohl aber die Europäische Union mit ihren konkreten Institutionen ins Fadenkreuz konstitutioneller Fundamentalkritik platziert. Als Ordnungstheoretiker verweist er auf die verbreitete, fatale Politikerattitüde, die guten Ordnungsregeln einfach außer Kraft zu setzen, wenn sie politisch unpassend erscheinen. Zum Beispiel die Fundamentalregel des No-Bail-Out im Maastricht-Vertrag, eine der grundsätzlichen Verletzungen. Es sei kaum zu erwarten, so zitiere ich Stambatti im Anschluss an Hayek, dass es einem Volk gelingen werde, eine Demokratie erfolgreich zu betreiben, wenn diese Regierung sich nicht mit den Traditionen der Herrschaft des Rechts, the rule of law, gemacht hat. Herrscht hier die rule of law, auf die sich die Europapolitiker so gern berufen, wenn sie die EU als funktionierende Rechtsgemeinschaft preisen? Die stereotype Frage, Herr Professor Stambatti, wann zerbricht der Euro? Beantwortet er regelmäßig auf Basis seiner breiten humanistischen Bildung, seines tiefen Wissens um die Ideengeschichte der politischen Ökonomie und seiner währungstheoretischen Analytik ziemlich weise. Wann zerbricht der Euro? Da sagt er dann, mors certa, hora incerta. Der Tod ist sicher, aber die Stunde unsicher. Sein kritisches Buch Tatort Euro ist, wie ich finde, eines der umfassendsten und klügsten, das zum Thema Euro in Deutschland geschrieben wurde. Und wer sich ernsthaft, kenntnisreich, einzelinteressenfrei und regierungsungehörig mit der europäischen Gemeinschaftswährung beschäftigt, dem bleibt kaum ein Ausweg, Stambattis liberale Analysebrillanz zu würdigen, wenn er schreibt, der Euro sei in dieser Gestalt eine politisch oder politökonomische, eine ordnungspolitische Fehlkonstruktion. Joachim Stambatti ist seit 2014 Abgeordneter im Europäischen Parlament. Wir haben ihn ja vor 2 Tagen besucht, haben seine Wirkungsstätte gesehen, sein Auftreten dort als sehr souveräner Politiker im Europäischen Parlament. Wir haben auch eine Sitzung miterlebt, wo über die Flüchtlingsfrage diskutiert wurde. Und interessanterweise haben alle dasselbe erzählt, nämlich man muss was tun. Ist ja richtig. Eigentlich im Grunde ist es ja richtig, nicht? Man muss was tun. Das ist aber nicht Stambattis Meinung. Es war so. Er ist im Europäischen Parlament Abgeordneter für die liberal-konservativen Reformer. Er ist Mitglied im Ausschuss für internationalen Handel, in dem es in dieser Zeit international zunehmender Protektionspräferenzen ja wohl ziemlich viel zu diskutieren gibt. Und wir sicher sein können, dass dieser Ausschuss vom Freihandelsdenker Stambatti einflussreich bearbeitet wird. Stambatti ist zudem stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Währung. Das ist natürlich auch sehr wichtig, dass ich jemand haben, der von den Dingen etwas versteht. Das ist im Parlament nicht immer gegeben, auch im deutschen Parlament nicht, wie ich finde. Also das ist schon gut, wenn jemand wie Stambatti dort über Dinge redet, von denen er wirklich was versteht. Spricht man ihn an, was ein Wissenschaftler wie er im EU-Parlament bewirken könne, dann tritt aus seiner Antwort viel Lust, aber auch viel Frust und Skepsis hervor. Rederecht habe man im Parlament ja nur im Durchschnitt 1 Minute, maximal, glaube ich, 3 Minuten. Das sage doch alles. Joachim Stambatti ist ein vollblütiger Geistkämpfer der ordnungsökonomischen politischen Ökonomie. In Wort und Tat ist er öffentlich vehement
vernehmbar als einer, der seine Profession wahrlich ernst nimmt. Professor zu sein heißt, sich zu bekennen. Profiteri heißt, sich zu bekennen. Zudem ist er, wie alle Professoren staatlicher Universitäten, ein vom Steuerzahler ausgehaltener Bekenner, dem gegenüber er sensibel zu sein hat und grundsätzlich für sie auch zu haften. Ey, da bin ich jetzt auf einer falschen Seite. Eine Bringschuld zu erfüllen, nämlich der Öffentlichkeit eine wissenschaftliche Einsicht oder seine wissenschaftlichen Einsichten aus einem unabhängigen, insbesondere auch regierungsunabhängigen Standpunkt zu vermitteln. Eine Bringschuld zu erfüllen. Ich möchte Joachim Stabatty, den politischen Ökonomen, als einen neugierigen Wanderer bezeichnen. Neugierig zu sein, meine Damen und Herren, neugierig zu sein, heißt doch, gierig nach neuem Wissen zu streben. Und genau diesen Typus von politisch orientiertem Ökonomen benötigen wir, um eine Gesellschaft von der Sklerotik einer gemütlichen Gegenwartspräferenz der Alten zu bewahren, die die Zukunftspräferenzen der vorausschauenden Jungen unterbewertet. Neugierig in der Suche nach neuem Wissen für die Zukunft. In diesem Suchprozess ist Stabatty, wie wir morgen ausführlich vernehmen werden, nicht zuletzt auch vehement bei Hayek angelandet. In diesem Sinne glaube ich, dass Friedrich von August von Hayek, wäre er noch unter uns, sich sehr gefreut hätte, bei dieser Auszeichnung seines großen Verehrers Joachim Stabatty dabei zu sein. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich lese mal die Urkunde vor, die wir Joachim Stabatty überreichen werden. Der Vorstand der Friedrich-August-von-Hayek-Gesellschaft verleiht Professor Dr. Dr. H.C. Joachim Stabatty aus Tübingen in Würdigung seiner herausragenden Verdienste als ordoliberaler Theoretiker und akademischer Lehrer im Sinne Ludwig Erhards und Walter Eugens sowie seiner Hinwendung zur österreichischen Ökonomik im Sinne Friedrich August von Hayeks die Friedrich August von Hayek Medaille in seinem Engagement als Wissenschaftler, Politiker und Mitglied des Europäischen Parlaments hat er beharrlich gegen die Verletzung der europäischen Verträge und für die Wahrung der Stabilität von Wirtschaft und Währung in Deutschland und Europa gestritten. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Herzlichen Glückwunsch, Joachim. Danke. Was ist das? Liebe Freunde, ich danke sehr für die große Ehre, dass mir die Hayek-Medaille verliehen worden ist und dass sie mir von Freunden, von zwei Freunden verliehen worden ist, von Wolf Schäfer und Gerd Habermann, mit denen ich mich persönlich verbunden fühle, aber vor allen Dingen auch im politischen und im wissenschaftlichen Geist verbunden fühle. Und ich muss sagen, ich komme ja aus diesem Kreis. Ich habe meine Freunde hier, fühle mich wohl hier und bin auch stolz darauf, dass ich jetzt die Hayek-Medaille bekommen habe. Ich sage es im Kreis von Freunden. Das ist für mich etwas ganz Wichtiges. Im Kreis von Freunden, die für die gleichen Ziele sich einsetzen und auch es im freiheitlichen Geist machen. Das ist ein großes Geschenk, das gebe ich zu und da freue ich mich darüber auch. Jetzt sage ich etwas Persönliches. Als ich vor einigen Jahren bei den Veranstaltungen der Ludwig-Erhard-Stiftung, auch der Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft oder Konrad-Adenauer-Stiftung war, so vor einigen Jahren, da hatte ich das Gefühl, ich drücke den Altersdurchschnitt. Wenn ich hier bin jetzt, da sehe ich
viele junge Leute, die da sind. Und das zeigt doch auch, wie attraktiv das Gedankengut von Eva von Hayek gerade für junge Leute sind. Und das finde ich gut, dass viele junge Leute auch aus meinem Beritt in Brüssel Interesse haben, in die Hayek-Gesellschaft aufgenommen zu werden, weil sie sagen, das sind unsere Ideen. Und da sage ich etwas ganz Persönliches. Ich finde auch, dass sich das Bild der Hayek-Gesellschaft durch viele jüngere Mitglieder verschönert hat. Ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber das zeigt doch, dass wir lebenskräftig sind, dass die Hayek-Gesellschaft junge Leute, interessierte Leute anziehen kann. Jetzt will ich ein bisschen was sagen, so ganz kurz über Relevanz und Rigor. Ich habe nichts gegen Leute, die rigoros Modelle bauen und durchdeklinieren. Das ist in Ordnung. Das Problem besteht nur darin, dass nur noch rigoros durchdekliniert wird und nicht mehr die Realität gesehen wird. Warum ist das so? Weil die Auswahlkriterien bei den Journals so ist, dass nur rigorose Arbeiten publiziert werden, aber nicht mehr relevante Arbeiten. Und das bedeutet dazu, dass wir verarmen als Wissenschaft. Und dieses Gremium hier ist sozusagen ein Korrektiv für die einseitige Ausrichtung in Modelle, von denen man nicht genau weiß, ob man sie jemals brauchen kann. Denn oft enden die Modelle ja so, dass sie sagen, ich habe das und das gezeigt, aber das und das müsste noch gemacht werden, um relevant zu werden. Lass mich eine letzte Bemerkung machen. Ich habe ja noch Eva von Hayek persönlich gekannt. Ein liebenswürdiger Mensch, ich sage einfach mal was, Schumpeter in seiner monumentalen ökonomischen Geschichte der Ökonomie präsentiert hat, sagte, Hayeks Gelehrsamkeit wird nur noch durch seinen Charme übertroffen. Und ich habe beispielsweise als junger Professor in Bochum ihn begrüßen können. Und er kam dann, und damals waren die Universitäten noch ein bisschen aufmüpfig. Viele von uns wissen das noch, wenn sie damals unterrichtet haben, dass manche, auch bei mir, Vorlesungen doch, will ich sagen, entglitten sind, aber doch dadurch gekennzeichnet waren, dass viel Revolutionsgeist oder Revoltiergehabe in diesen Veranstaltungen war. Und ich habe dann von Hayek gefragt und gesagt, sagen Sie mal, der war damals so alt, wie ich jetzt bin und sollte in Bochum auftreten. Ist Ihnen das recht oder ist Ihnen das unangenehm oder welches Gefühl haben Sie, wenn Sie da vor Studierenden jetzt auftreten und die dann revoltieren? Ach, sagte der zu mir, Herr Stampatti, die Studenten revoltieren gegen ihre Väter, aber doch nicht gegen ihre Großväter. Also, das sind so einige Dinge, die ich habe. Ich könnte noch einiges erzählen, beispielsweise, dass er gesagt hat, die Japaner sind so nett, die schenken mir immer Kameras, also sie wären mir Dollars lieber. Er war da ganz menschlich. Also ich freue mich, ich sage nochmal, ich freue mich, dass ich diese Medaille bekommen habe. Ich freue mich, dass ich sie in diesem Kreis bekommen habe, in diesem Kreis von Freunden, Jungen und Alten. Also das ist für mich eine besondere Stunde und ich möchte Ihnen allen dafür ganz herzlich danken.